Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher hier am Stream und auf den Autobahnen, vielleicht ein bisschen mehr als sonst, kleiner Vorgeschmack, denn an Tagen wie heute merken wir, wie wichtig die Verkehrsinfrastruktur für uns ist und wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass Bus und Bahn und Straße funktionieren und verantwortungsvoll gestaltet werden, auch für die, die da am Eingang stehen. Und wir wissen, dass unsere Infrastruktur marode ist, denn Sie haben ja leider total vergessen, die Instandhaltung zu investieren und sie instand zu halten. Wir haben nun alle Milliardenbeträge ausgerechnet, die uns jährlich fehlen, bei Straße, Bahn und bei ÖPNV. Doch Minister Dobrindt fordert von der Bahn weiter höhere Dividenden und den Bedarf beim ÖPNV ignorieren Bund und Land zusammen komplett. Unsere Patientin der Verkehrsinfrastruktur geht es nicht gut. Jahrzehnte falsche Verkehrspolitik haben sie stark geschwächt. Was tun? Umstellung der Ernährung, Prioritäten anders setzen, Verkehrspolitik nachhaltig ändern. Es wäre gut, aber nein, leider, das ist nicht der Fall. Weiter so mit dem Raubbau und uralten Verkehrskonzepten, aber dann wenigstens eine starke Medizin. Nein, das ist zu teuer. Wir müssen in dieser Legislaturperiode das Geld zusammenhalten, sagt der Bund, nicht in der nächsten. Also hat CSU und Stillstandsminister Dobrindt haben eine tolle Idee, ein Placebo, die PKW-Maut. Ein Placebo mit Nebenwirkungen. Ja, es juckt und nervt fürchterlich, schadet dem kleinen Grenzverkehr, der Wirtschaft, dem Tourismus, aber bringt zumindest keine Lenkungswirkung, keinen Sinn und auch keine wirklichen Einnahmen. Im Gegenteil, der Euro aus der Kfz-Steuer fließt in die Verwaltung der PKW-Maut und demnächst halt eben garantiert nicht mehr in die Infrastruktur. Wir haben ein Placebo-PKW-Maut, das blockiert zuverlässig wirksame Lösung gegen den Verfall der Infrastruktur. Das wollen wir nicht. Damit sind wir in NRW nicht einverstanden. Im Septemberplenum waren wir uns darin einig und das ist gut. Aber was ist seitdem denn bei Verhandlungen passiert? Die PKW-Maut bleibt eine City-Maut. Bundesstraßen führen auch durch Städte. DB1 hier führt direkt zum Landtag. Ein Wirkstoff, und Sie können mir ruhig gerne zuhören, das ist wichtig. Ja? Auch Herr Laschet, weil er ja daran beteiligt war. Ja? Ein Wirkstoff konnte nämlich Herr Laschet der PKW-Maut nicht hinzufügen. Sie bringt der Infrastruktur nämlich weiterhin gar nichts. Auch etwas, das die Symptome lindert oder grundsätzlich weiterhilft, eine zusätzliche Kraftstoffabgabe oder Ähnliches, hat man nicht vereinbart. Das Placebo ist trotzdem jetzt kein Placebo mehr. Minister Dobrindt und Armin Laschet haben der PKW-Maut etwas beigemischt, das einem so richtig übel dabei wird, nämlich Totalüberwachung. Muss man sich vorstellen? Muss man sich vorstellen? Bei jeder Fiktion wäre das übertrieben. In der Realität ist das machbar. Statt etwas Sinnvolles zu tun und alte Fehler gut zu machen, schaffen es CSU, CDU und SPD, an etwas völlig Sinnfreiem so lange rumzubasteln, bis eigentlich zwei Hände für einen Facepalm nicht mehr reichen und der Kopf durch die Tischplatte bricht. Also, es wird eine umfangreiche Überwachungsinfrastruktur aufgebaut und nicht nur die Hardware, die Mautbrücken bieten die rein technische Möglichkeit zur Überwachung nun. Nein, zusammen mit dem zentralen Infrastrukturregister und den Regeln zum Betrieb aus dem Gesetz wird die Überwachung sehr konkret. Und es ist nicht so, dass die Pkw, wie die Lkw Transponder hätten und die Daten sofort gelöscht werden, wenn kein Verstoß vorliegt. Nein, im Gegenteil. Der Gipfel ist die Speicherung der Fotos und genauen Daten aller deutschen Autofahrer für 13 Monate. Ohne Opt-out, ohne Möglichkeit für deutsche Autobesitzer, dem zu widersprechen oder irgendwie rauszukommen. Will ich keine Bundesfernstraße nutzen, dann werde ich erst recht überwacht, weil das muss ja nachher bewiesen werden, dass ich nicht die Straßen benutzt habe. Zielgruppe, Speicherung und Umfang stellen die Möglichkeiten der Lkw-Maut und aller bisherigen Überwachungsstrukturen in Deutschland deutlich in den Schatten. Die Qualität ist eine völlig neue. Und was wir bekommen, ist also eine Vorratsdatenspeicherung für Bewegungsprofile, der sich niemand entziehen kann. Das können wir nicht ernsthaft wollen. Das sind sehr attraktive Vorratsdaten.
perfekt aufbereitete Daten Big Data der Extraklasse. Und die wecken natürlich Begehrlichkeiten. Im Jahr 1 nach der Enthüllung Snowdens können wir das, von Edward Snowden, können wir das einfach nicht einfach ignorieren und mit die Daten sind sicher abtun. Sind solche praktischen Überwachungsinfrastrukturen vorhanden, dann werden sie mit und ohne Wissen und Billigung der Öffentlichkeit zur Totalüberwachung der Bevölkerung eingesetzt. Die Überwachungsinfrastruktur kann ohne Zustimmung des Bundesrates ausgeweitet werden und das betrifft hier die Ausweichstrecken für Gäste zum Beispiel aus den Niederlanden, denn dann werden entweder die Anwohner belastet oder es darf eben nach Belieben dort auch bemautet werden, wenn das Ausweichstrecken sind. Ausbau sind also kaum Grenzen gesetzt. Und das betrifft auch die Ausweitung der Lkw-Maut. Wenn die nämlich kommt, dann wird auch die Pkw-Maut ausgeweitet. Und wenn dann die SPD und Grüne hier im Saal, frage ich Sie, nehmen Sie denn die Überwachungsinfrastruktur dabei in Kauf, denn Sie wollen ja die Ausweitung der Lkw-Maut, oder treten Sie im Hinblick auf die Bewegungsprofil Vorratsdatenspeicherung von Ihren Forderungen zurück? Wie werden Sie da handeln? Minister Groschek, hier tut die Pkw-Maut als Murksmaut ab. Das ist ein schöner Zungenbrecher, nett, aber er hat ja die Verschlimmbesserung durchaus forciert, indem er gefordert hat, statt Toll-Collect und Papiervignetten ebenso ein System einzusetzen, wie es nun geplant ist. Die Pläne schaffen ein teures und ineffektives Bürokratie- und Datenmonster, stellen keine Lösung für die Verkehrsprobleme dar. Die Patienteninfrastruktur ist nicht geholfen und es liegen auch noch Privatheit und Datenschutz daneben auf der Intensivstation. Kann man da noch einen draufsetzen? Ja, man kann. In diesem Fall Organentnahme, das heißt Privatisierung. Zu irgendwas muss die Pkw-Maut ja gut sein und so eine schöne Überwachungsinfrastruktur für eine Pauschalabgabe ist reichlich überdimensioniert. Mal abgesehen davon, dass wir eh Mehrwert zahlen müssen. Die Redezeit. Denn die Kfz-Steuerentlastungsgesetz ist ja noch gar nicht dabei und ich komme zum Schluss. Bietet diese Überwachungsinfrastruktur eine ideale Abrechnungsmöglichkeit für private Fernstraßen? Da kann ja gleich Herr Lindner weitermachen und mal Überwachungsinfrastruktur mit Privatisierung in Zusammenhang bringen. Mir ist wichtig, dass wir uns hier an dieser Stelle nicht auf die EU verlassen, dass die Maut gibt und nicht darauf, dass wir nachher die Überwachungsinfrastruktur mit Klagen kippen, sondern dass wir jetzt zusammen etwas tun und die Reißleine ziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Lindner.